Hab ich aber gehört. Nein, 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 hast du gar nicht gehört. Das ist nicht ganz so richtig, liebe Sonja. Nein, nein, nein. Morgen soll es wieder Bodenfrost geben, dein Ernst? Also diese Temperaturschwankungen sind echt übel, ne? Also... diese Temperaturschwankungen sind echt übel. Und jetzt... Wow, Andrina, das ist unglaublich. Über dem Tal wachsen Bäume. Man hat wirklich das Gefühl, dass Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Alles riecht irgendwie anders. Findest du nicht auch? Die menschliche Nase ist weniger empfindlich als die eines Löwen. Es fühlt sich ein bisschen magischer an. Ich denke, so kann man es auch sagen. Was wird Nala von all dem halten? Ich wette, sie wird ziemlich aufgeregt sein. Ich würde auch gerne ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn sie es erfährt. Gehen wir sie suchen. Wir gehen sie suchen. Wieso ist Nala jetzt wach? Nala, ich wollte... die Dreamlight-Bäume. Du hast sie zurückgebracht. Nun, das war ich nicht alleine. Andrina war eine große Hilfe. Oh Simba, ich freue mich so. Ich erinnere mich jetzt an alles, Nala. Ich auch. Jetzt, wo die Dreamlight-Bäume da sind. Wird es immer genug Nahrung für alle Tiere im Tal geben. Das hast du gut gemacht, Simba. Ich bin so glücklich. Ich auch. Hey, vielleicht können wir uns später unter einem dieser Bäume entspannen. Was sagst du dazu? Könntest du mir vielleicht helfen? Ei. Also, erst einmal hallo und herzlich willkommen, Pulloverbiene. Und Sonja, danke schön für deine Subs, für Paraskevi, für Toyopa BW, für Tobias Groß, für Zwiftfuchs und für Your Anti-Sheet. Anti-Sheet ist auch gut. Einen wunderschönen guten Abend. So. Wo ist er jetzt hingerannt? Jetzt habe ich in den Shit geguckt, jetzt habe ich nicht gesehen, wo er hingerannt ist. Der im Himmel. Jetzt ist der Löwe weg hier. Ach, da. Kann er ja aber abhauen hier. Einmal nicht hingeguckt, ist der Löwe weg. So. Ich frage mich was. Hallo. Nala war überglücklich. Das verdanken wir nur dir. Du hast mir geholfen, ein Gleichgewicht zwischen all meinen Aufgaben zu finden. Du hast mir geholfen, meinen Platz im Tal zu finden. Und dir zu danken, habe ich Dagobert Duck gefragt, ob er dir etwas Besonderes zu geben hat. Du weißt schon, etwas, das einem Menschen gefallen würde. Er hat mir das gegeben. Oh, ein Bild. Ich weiß nicht wirklich, was das ist, aber es sieht ziemlich hübsch aus. Es erinnert mich an das geweihte Land. Wenn du es ansiehst, erinnert es dich vielleicht an all die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Wie auch immer, ich hoffe, es gefällt dir, Andrina. Du bist eine gute Freundin. Denk daran, du kannst immer auf mich zählen. Das ist großartig. Das Fenster der ewigen irgendwas. So schnell konnte ich nicht lesen. Sonja, hat Bertha schon wieder zugeschlagen. Nimm doch einer dem Tier das Wendy weg. Ja, ja. Du hast mich abgelenkt, das stimmt, liebe Sonja. Aber das wäre dumm zu sagen, dass ich da jetzt böse drüber bin. So, Aufgaben. Ja, jetzt kommen wir nicht drum rum, ne? Also, ich würde mal sagen, von den ganzen Spielzeug, liebe Grit, haben wir so irgendwie gar nichts. Wir können ja mal ins Inventar gucken, aber ich glaube... Oh doch, wir haben hier was. 4 Stück. Heißt das, wir haben 4 Stück von 10, oder was? Platziere rote Möbel, lila Möbel. Platziere Spielzeug-Aliens. So, was hatte sie jetzt gesagt? Hi, Wally. Na, mein Schatzi. Wally. Hast du eine Frage, Wally? Was ist los, Wally? Du hast eine Frage? Er deutet auf meine Hände. Das sind meine Hände, Wally. Ja, sie sind nicht wie deine. Schau, wie viele Finger ich habe. Ah, ne, diese kleinen Dinger nennt man Fingernägel. Hui. Ja. Ja, guck mal, da ist er wieder mit seinem Schuh. Oh, ist er nicht süß? Kann es sein, dass mit dem Regen die Dreamlight Valley Absicht ist, weil Regenschirme im nächsten Update hinzugefügt werden? Nee, ernsthaft jetzt? Okay. Wir müssen jetzt mal gucken. Also 4 von den Sachen, warte mal, ich will mal gucken. 4 von den Sachen haben wir. Zeig mir die doch hier. Da müsste ja dann ein Buzz dran sein, oder? Ich habe keinen Buzz gesehen. Bin ich jetzt Blindfisch? Die kommen alle in Frage bei verspielten Möbeln. Ah, guck. Aber die sind... Ich bin echt zu blöd, ne? Die kommen daran. Und dann haben wir hier, das ist was Rotes. Ah, okay. Ja, Grit, ich verstehe. Das ist was Lila ist. Und das ist dann die Spielzeug-Aliens. Ah, oh. Jetzt verstehe ich. Siehste, den Kaktus. Pass auf, wir machen die in den Wald jetzt. Ich mache die jetzt da in den Wald. Doch egal, wo wir die hinmachen, ne? Und wir machen die jetzt in den Wald. Weiß, die Chefin wird damit nicht einverstanden sein, aber ist mir wurscht. Können wir ja wieder umsortieren. Guck mal, hier ist so gar nichts. Hier können wir denen noch so einen schönen Platz machen. Nee. So. Das ist die verspielte Kategorie. Ja. Oh, Maui müssen wir auch noch aufstellen, Manu. Guck mal, die kriegen jetzt hier ein Stadtmodell. Ja, da fühlen die sich bestimmt cool. Ganz ehrlich, Manu, ich sehe Manu vor dem Computer sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Warte mal. Das würde ich gerne stehen lassen. Du musst auch mal noch mal ein Stück rüber. Dich tun wir mal dahin. Nur ein kleines Stückchen rüber. So. Ne? Stell es hin. Du kannst es immer noch umdekorieren. Naja, ich dekoriere ja um. Aber es wird natürlich nicht zu ihren... Warte mal, das müssen wir nochmal umstellen. Das wird nicht zu ihrer Zufriedenheit sein. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir hier ohne Diskussion durchkommen. So. guck mal, da ist jetzt schon rot und das ist ja schon erledigt hier. Warum ist hier rot schon erledigt? Also wenn wir die verspielten Möbel nehmen, dann ist rot auch schon erledigt. So, was kann man denn noch so Schönes nehmen? Was hast du geschickt? Nach einer Deckenburg. Guck mal hier, das muss noch zu Wannabe hier. Das ist hier das letzte. Holzwebeboden. Geschenke zum Tag der Zeremonie. Guck mal hier. Zack. So eine Annas Picknick-Set. Da setzen wir die dann drauf, ne? Auf das. Kann man auf die. Ich weiß das gar nicht. Kann man da was draufsetzen? Nee. Aber man kann sie drumrum setzen, ne? Als würden sie dort picknicken. So. Gehen wir zurück. Gib mir mal so ein Alien. Ach, guck mal hier. Guck mal. Warte. Bin doch nicht so. Warte, langsam. Die sind die Besitzer. Die sind niedlich, die Kleinen. Ja, das finde ich auch. So, dann haben wir... Die müssen wir öfter hinsetzen. Oh, guck, das sind... Oh, noch so viele. Ja, dann setzen wir sie erstmal hin. Können ja nachher... Oh, die können ja auch so einen Reigen machen oder sowas. Womit können die denn noch spielen, die Kleinen? Wo die sich wohlfühlen. Guck mal, so ein gemütlicher Sessel, so ein Picknick ist doch auch was Schönes von Ostern. Das habe ich doch auch, finde ich doch auch mal ganz nett. Loungekissen. Nein, werde jetzt nicht die ganzen Kissenburgen und Deckenburgen wegnehmen. Obwohl die Deckenburg dazu passt, ne? Die ist doch von Woody, oder nicht? Also, da haben wir schon 9. Da haben wir... Lila Möbel brauchen wir dann nachher noch. Ach, guck mal, die kann man ja schön platzieren. Da kann man ein schönes Setup machen, oder nicht? Warte mal, ich muss mal mit dem Controller... So eine Kissenburg finden die bestimmt cool. Disney Lucy, Dankeschön für dein Follow. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Okay. Warte, der Stuhl ist da nicht so richtig. Wir brauchen noch 2 lila. Und ein verspieltes. 2 lila und ein verspieltes. Wir können ja gleich mal bei lila reingucken. Warte mal. Lila, okay. Müssen wir doch die Lounge-Kissen nehmen, wa? Ein Schlitterteppich. Und der Wassersitz, dorniger Kleiderschrank. Was haltet ihr von der Trickkiste? Aha. Und von dem Schlitterteppich. Zu viele Teppiche. Zu viele Teppiche. Nein, wir machen das. Wir nehmen den. So. Haben wir dann die Aufgabe erledigt? Mache ein Foto der Aliens. Nein, machen wir noch nicht. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Mach mich jetzt hier nicht fertig hier. Nein. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen rausscrollen. Das können wir nämlich echt noch schöner gestalten. Guck mal, dich nehmen wir einmal kurz hier raus. Du findest jetzt hier deinen Platz. Natürlich nicht. Doch. So. Dann würde ich sagen, die Kissenburg. Warum? Ach, komm her. Wartet mal, ihr beiden. Ihr vier, wartet mal. So. Muss mal kurz den Knoblauch hier wegnehmen. A dream, a dream. Also mit Maus und Tastatur spielen wird nie ein Traum. Das nehme ich tatsächlich immer nur, wenn wir dekorieren. Weil wir sonst würde ich hier einen Schreianfall kriegen. So, ihr geht mal hier beiseite. Du gehst auch mal kurz beiseite. Ich würde sagen, nein, der Baum bleibt weg. Weg, 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 weg. Ach Gott, nee. Gerade extreme Probleme. So. Du dahin. Kann man auf dem Schlitterteppich was bauen? Weiß man auch nicht so. Hm? Ah, es gibt keine Mitte. Ah, es gibt keine... Ich will aber die Mitte. So eine Mitte? Ah, nein, 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 es gibt keine Mitte. Dann halt keine Mitte. Das ist ja mehr ärgerlich. Ach, guck mal, da kann man was draufstellen. Ich weiß, sie wird mich erschlagen. Ich weiß es, ich weiß es. Oh, mein Handy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, liebe Sonja, dir fallen die Augen zu, dann lass sie zufallen. Ich wünsche dir natürlich Zucker, 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 süße Träume. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn unsere Tipptopp ihr Unwesen treibt. So, schöner kann ich nicht. Ich bin da nicht so gut drin. Den Baum stellen wir jetzt dahin. Damit er nicht zu nah an irgendwas steht. Oh, ich finde, das kann man so lassen. Man kann das noch mit Licht verzieren und. Da sehe ich Manu schon wieder sagen, ja, wir brauchen Licht, wir brauchen Steine, wir brauchen Sand, wir brauchen Glas, wir brauchen Blumen, wir brauchen alles. Und dann machen wir die und die und die Lampe und die stellen wir dort und dort und dort und dort hin. Ich höre sie jetzt schon, Leute. Ich höre sie jetzt schon, aber ich beschwere mich nicht mehr. Ich habe das nur erwähnt, weil sie ist einfach hier... die bessere Wahl, wenn es um sowas geht. Es ist einfach so. So, wir sollen ein Bild machen mit den Aliens. Mit den Aliens. So. Fotoapparat da. Zuckel die Mucke, zwei Huhn, ein Gänse. Anderes Format. Kameramodus. Warte. So. So kriegen wir, glaube ich, alles drauf. Hui aus. Ah, warte. Hui aus. Und los geht's. Genau. Gespeichert. Oh, guck mal. Oh, Sonja, Dankeschön für die Herzen. Okay, 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 okay. So, jetzt können wir Buzz berichten, dass wir für unsere Aliens hier, ne, aus der Zaubertrickkiste, die hier steht, da können sie sich gütig tun. Da haben sie ein Spielland, da haben sie hier noch ein bisschen was zu essen, wenn sie es wollen. Und hier die Kissenburg von Woody ist, glaube ich, auch das Richtige für die 12 Aliens. Wenn wir mal gucken, wo Buzz jetzt ist. Ach, guck, da ist er. Ah, zack. Meistens ist er ja zu Hause. So, einmal Schaufel bitte. Nein, nicht die. Ach, nicht gießen, Herr im Himmel. Die Knochen sollen doch nicht noch mehr wachsen. So. Was? Das ist ein sehr gelungener Außenposten, Andrina. Ich wette, unsere kleinen grünen Freunde werden sich dort pudelwohl fühlen. So bekommen sie gar nicht erst keine Lust, wieder wegzulaufen. Während du mit der Heimat der Außerirdischen beschäftigt warst, habe ich mich mal umgehört. Merle meinte, dass du diese Sachen hier gebrauchen könntest. Gute Arbeit, Space Ranger. Du hast eine weitere Mission stilvoll abgeschlossen. Oh, neues Paket. Hervorragend. Du hast echt Stil, meine Liebe. Ja, Mutter Gothel sieht das ein bisschen anders, glaube ich. Warte mal. Ich habe hier noch ein paar... Ne? Nein, die wollte ich nicht. Ach, egal. So, Buzz, bei dir müssen wir auch noch mal ein bisschen schicki. Da muss hier noch ein bisschen Feeling, ne? Bei Buzz müssen wir noch mal ran, Manu. Das ist noch ein bisschen trostlos. So. Aufgaben. Ja, wir haben alles. Alles fertig. Aha. Ja, wir haben alle auf 10 außer Nala. Thunfischburger, Kartoffelrollen und grüne Passionslilie. Und Nala braucht Bergarbeiter. Oh, das ist gut. Bergarbeiter brauchen wir sowieso. So oder so. Was mich jetzt hier so ein bisschen... Ja. Ja, mit Nala haben wir so ein bisschen Probleme, ne? Das ist wirklich... Not so good. Mit den Bäumen bin ich jetzt überhaupt nicht klargekommen. Wo sind jetzt Bäume? Was sind jetzt... Wo Bäume? Ich verstehe es nicht. Also den Sinn von diesem habe ich nicht verstanden, ne? Ah ja, Mutter Gothel, brauchst gar nicht um die Ecke kicken hier. Oh, Eier. Es regnet hier dauerhaft, ne? Vielleicht ist das wirklich so, dass die Vorbereitung auf die Regenschirme ist. So, wir hätten hier jetzt nochmal 23 weiße. Also es sind schon wieder einige weiße Stöcker da. Aber warte mal. Öffnen. 5 Algen, 10 weiße Stöcker, 5, ja, nehme ich. So. Müssen wir hier nochmal wieder alles drinstecken, ne? Ja, Zwiebeln müssen wir demnächst mal ein bisschen gucken, dass wir da mal welche rankriegen. Was brauchen wir für dieses Wachstum-Elixier? Waffenfreund. Ist schon zu lange her, als das, wo ich das gemacht habe. Das ist echt schon zu lange her. Zum Elixier. Ich will das wieder da drin haben. Möchtest du Thunfischburger machen? Lohnt sich nicht. Muss ich wieder bis nach 22 Uhr machen. Oder soll ich das machen? Dreamlight, Kristall, fruchtbare Erde. Och, die brauche ich ja mal. Ach komm, schon nie geil. Die war nur wach, weil das in das Szenario passte mit Simba. Nur deswegen war sie wach. So, jetzt ist das hier wieder alles vollständig. Krass, wie viel Dreamlight schon wieder weg ist, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Beringer. Kleidungssets, Sets für Möbel etc. pp. Nein, noch nicht im Haus. Ich kann ja noch mal auf die Karte gucken, aber ich glaube... Da, ZZZ. Tatsächlich, pass auf, wir machen das so, wir nehmen jetzt Simba... Und werden mal uns um Geld und solche Sachen kümmern. Simba. Hey, hallo. Hey, 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 hey. Lass uns mal abhängen. Ha. Ich habe echt viele von den Dreamlights. Ich verabscheue Regen. Ich verabscheue Jugendliche. Nein, das ist ein anderes Thema. Auswurz. Ich werde... Oh, Kaffeemarsch. Ich habe heute tatsächlich noch nicht so wirklich... Recken und Strecken auch noch. Warte, ich habe total übersehen. Einmal recken und strecken. So. Hakuna Matata. So, Licht habe ich jetzt auch. Und jetzt Kaffee. So, und am Montag, am 5. werden wir dann hier jemanden einziehen lassen, oder was? Ach, Montag. Wisst ihr, was ich Pfingstmontag vergessen habe? Ich bin so ein Dödeltier. Grit, hast du dran gedacht? Ich bin so ein Dödeltier. Ich hab's vergessen. Ach, Menno. Aber Pfingsten hat mich auch total... Ich war ja also da in diesem richtigen Leben draußen. Ach, das hat mich natürlich gleich wieder aus der Bahn geworfen. Na, den Raben, der nur montags kommt. Ich hab den total. Das ist doch der nur montags kommt. Dieses reale Leben macht echt die ganze Spielewelt kaputt. Ich komme hier nicht ran. Warum nicht? Lass mich. Echt, ey. Dieses reale Leben da draußen, das geht gar nicht. Das macht das ganze Spiel kaputt. Oh, Menno. Ah, guck mal hier. Guck mal, was hier gewachsen ist. Oh. Die ernten wir. Ah. Habt ihr gesehen, was hier gewachsen ist? Das reale Leben ist aber wichtiger. Ja klar ist es wichtiger. Natürlich, Oma Lizzie. Natürlich ist es wichtiger. Aber das hat jetzt alles durcheinander gebracht. Oh, das hatte ich schon wieder vergessen. Ja, siehst du, ich auch, Grit, ich auch. Oh, oh. Okay, Montag. Wir müssen uns... Ach nee, du kannst ja nicht. Du musst ja bestimmt arbeiten. Oh. Ich habe gehört, ich brauche sowas hier. Ich hab gehört, ich brauche sowas. Ja. Ja, das ist natürlich Kakeralala, ne? Sag mal, war das gelbe Ding hier schon immer so nah? Dieses Feuerdings hier? War das schon immer so dicht hier dran? so das Gefühl, dass sich das verändert immer wieder. Bei mir wird es noch eine Weile dauern, bis ich mal wieder... Oh, kein Urlaub in Sicht, ja. Das ist ja... Das ist doof. So. Schauen wir mal, ob Simba uns heute gewogen ist. Bis jetzt alles gut. Simba sei uns gewogen. Check uns. Schenk uns viele, du weißt schon. Schenk uns viele Kürbisse. Vielleicht erinnert uns dann jemand. Ja. Das wäre gut. Also das mit dem Streamplan und der Erinnerung hat zumindest mal geklappt. Oh, da haben wir es schon wieder, das Theater. Geh doch weg, Simba. Da. Hab ich alle? Sieht so aus, ne? Der Goldene wäre... Oh, ich hab nichts gesagt. Er schmeißt mir erstmal einen Haufen Kürbis hin. Ist doch in Ordnung. Hast du gut gemacht, Simba. Ist doch in Ordnung. Bleib ruhig da stehen. Ich wollte gerade sagen, der Goldene wäre mir lieber, aber es ist auch so okay. Du kannst ja schon mal auf deinen Urlaubplan gucken, Grit. Dann werde ich mir eine Erinnerung in mein Handy basteln. Also ich würde dich glattweg daran erinnern. Und wer noch daran erinnert werden muss, stellt sich bitte in einer Liste an. Ich werde einen nach dem anderen daran erinnern. Mache ich. Warum denn wieder so? Warum denn wieder so? Ich krieg die doch immer nicht alle. Wo sind die denn? Da. Toll! Gold ist mir lieber. Wir verteilen, erinnere mich. Ich bin ja gerade aktuell ganz in Above Snakes. Oh. Above Snakes bin ich auch am Überlegen, Mann. Momentan will ich viel auf einmal. Ich will dies, ich möchte jenes. Ich möchte da weitermachen und gucken, was da fertig geworden ist, was neu ist. Ich möchte so viel auf einmal. Was ist Everdream Valley? Was ist Everdream Valley? Hallo Rebecca! Hey, sag mal. Willst du mich flachsen, Junge? Warum denn so? Oh, hab ich sie alle? Ich glaube, habe Manu mit meiner hässlichen Visage wie vergrault. Also so schnell kann man sie nicht vergraulen. Ich glaube nicht. So schnell kann man sie nicht vergraulen. Wenn Manu nach dem Äußeren geht, dann wäre ich nicht mit ihr befreundet. Da kannst du dir gewiss drauf sein. jetzt? Wo war was? Geburtstag? Was? Moment. Ein ganz knupfiges Farming-Spiel, okay. Wer hat wo Geburtstag? Rebecca hat Geburtstag? Happy Birthday! Rebecca, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du feierst oder hast gefeiert. Alles Liebe. Steht das bei uns im Discord? Excel, woher weißt du das? Steht es bei uns im Discord? Oh, jetzt gehen wir auf den Sack mit den Roten. Warum macht er denn heute solche Sachen? Das finde ich nicht nett von ihm. Ah, weggegangen. Naja. Oh, jetzt kommt die böse Musik. Steht es bei uns im Discord? Jetzt will ich das wissen. Echt jetzt? Seid gerade, na toll. Okay, auch Rebecca hat sich bei uns in den Geburtstagskalender eingetragen. Sehr schön, sehr schön. Simba, hast du noch was? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben 234. Ist nicht ganz so viel wie sonst, aber passt, ne? Ja, ich denke mal, das passt. Seit 20.45 Uhr. Ach, Rebecca, Mensch. So, wir haben wieder 508.000. Oh. Nein, du, ich brauch dich. Warte, bleib hier. Wir müssen noch mal wieder pflanzen. Schön, dich zu sehen. Hallo, schön, dich zu sehen. Kaufen. Was ist das hier eigentlich? Stachelbeere. Aha. Aha. Wow! Ja, was sagst du dazu? So, jetzt hier. Wie gut, dass wir niemanden mehr zum Leveln haben, außer Nala. Baue 5 Gemüse an. Und guck mal, es regnet, ich brauche nicht gießen. Aber wie cool. Jetzt ist also quasi in den eisigen Höhlen ein so ein Dreamlight-Baum. Hier ist einer. Und unten bei Mutter Gothel muss ja da hinten dann auch einer sein. Auf dem Weg zu Uschi. Ja, für eine Stachelbeere möchte er 100 Taler haben. Das ist wirklich Wucher. Er hat vom Besten gelernt, Grit. Er hat vom Besten gelernt. Unser Goofy hat von Dagobert gelernt. Und auf der Lichtung, genau. Und auf der Lichtung. Ich habe heute allein gefeiert. Ach ja, das böse C. Oh, das ist ja übel. Ich hoffe, dass du schön nachfeierst, wenn das böse C weg ist. Ach, stimmt ja, das böse C. Heute gönne ich mir selbst gekaufte Donuts. Ach, oh, es ist wirklich traurig, ne? Man möchte echt weinen, ne? Ah, Rebecca, das holst du nach, wenn das böse C weg ist. Mach dir keine Sorgen. Das wird schon. 4 insgesamt, genau. Wer weiß, wozu wir die Früchte noch brauchen, ne? Hauptsache heute gute Laune und leckeres Essen. Ja, das kann einem schon die Laune vermiesen. Ich kann es verstehen. Bis jetzt noch kein Rezept entdeckt. Wie sieht's denn aus mit unserem Dreamlight Valley Experten hier und unserem Friedhelm schon was entdeckt, was wofür die Früchte gut sein können. Schwarze finde ich hier jetzt ganz schön viele. Irgendwas haben wir gemacht, Manu, warum jetzt so viele Schwarze da sind. Also Hölzer. Irgendwas haben wir gemacht, warum jetzt hier so viele schwarze Hölzer da sind. So viel hatten wir sonst nie. Wir haben Maximum 2 gefunden. Irgendwas ist hier komisch. Und dieser dauerhafte Regen ist echt deprimierend. Guck mal, schon wieder ein Schwarzer. Es ist krass, wie viele hier wir finden. Bei dem Stein lag noch eins, warte. Steinen, warte. Lüt. Du meinst hier hinten? Ich nix sehen. Nicht blindfisch. Ich glaube, das habe ich schon aufgehoben, oder? Ja. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen... Ach nee, nein, das geht nicht. Also wir werden heute mit Nala nicht weiterkommen, vermutlich. Vermutlich werden wir mit Nala nicht weiterkommen. Wir werden nochmal schön... Ich muss jemand anderen nehmen. Obwohl wir eigentlich an Nala leveln müssten. Wir müssten das nächste Mal, ich glaube am Montag, werde ich den Stream mal eine Stunde früher beginnen. Was haltet ihr davon, wenn wir am Montag den Stream eine Stunde früher beginnen? Quasi schon, ach nee, wenn das Update da ist, ne? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und Dart-Fan auch, einen wunderschönen guten Abend. Kannst du verkochen, allerdings geht Traumfitz nicht. Ist verbuggt. Traumfitz. Ja, danke schön für deinen Follow, vielen Dank. Freue ich mich, danke schön. Traumfitz. Ist verbuggt. Okay. Ja, ich habe den noch im Schlepptau. Ich muss den Spargel auch noch holen. Ich habe den guten... Oh, warte mal. Dann, wir gehen ja sowieso dahin, da hoch, ne? Wie weit bin ich gestern noch gekommen? Also ich habe nicht die ganze Unterwelt geschafft. Das war nicht machbar. Das war absolut nicht machbar. Ich war total... Also, ich denke, ein Stream wird da noch drauf gehen für. Dass wir die ganze Unterwelt schaffen, das ist gar nicht möglich. Die waren ja nicht mal noch nicht mal irgendwie in der Nähe von Wüste oder Schnee. Hallo, Wannabe. Oh, hier müssen wir, das ist ja hier, ja, nee. Ich guck das immer wieder gerne an, ne? Wo ist jetzt da? Oh, guck mal, da steht er. Bei der Löwenfigur. Oh, wie cool. Ah, nicht schlecht. Oh, Kaffeemarsch. Miri, einen wunderschönen Feierabend. Ja, ich würde sagen, alles mein Verdienst, aber leider bin ich nicht so dekorativ. Ich habe mir da so ein bisschen Hilfe genommen. Lieber Paul, schlaf gut und süße Träume. Bis morgen, wenn du Lust hast. Die Tipp-Tupp, die du jetzt gerade da liest, unter dir, unter deinem, die ist bei solchen Sachen echt besser als ich. Und die sagt dann immer so und so, mach mal so und so, hol mal dies und hol mal jenes, hol mal welches. Weil ich würde das schon irgendwie hinkriegen, aber nicht so schön wie jetzt. Die hat da echt ein Auge für. Das kann ich leider nicht anders sagen. Oh. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt die Nala fertig haben. Also ich bin zufrieden. Wir haben es geschafft vor dem nächsten Update, dass wir unsere Leute hochgelevelt haben und die Quests soweit alle durch haben. Da bin ich schon ganz glücklich. Heute nehme ich Pfefferminze. Liebe Grit, heute nehme ich Pfefferminze. Mit Pfefferminz bist du mein Prinz. Oder meine Prinzessin, je nachdem. Komm, wir müssen das Eis mal hier wegmachen, ne? Steinchen brauchen wir auch. Zack. Ja, Ernteminze 200. 30 Minze noch, dann kriegen wir schon wieder. Am Montag gibt es ein weiteres Disney-Stream mit dem... Einen weiteren, genau. Am Montag gibt es einen weiteren Stream. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob den schon um 16 Uhr anzufangen, um 18 Uhr anzufangen, weil die Nala dann nicht schläft. Oder schläft die... Wann schläft... Friedhelm, wann schläft Nala? Ne, bis 22 Uhr schläft sie. Das ist ja das. Mein Stream läuft meistens bis 22 Uhr. Und wenn mein Stream ausgeht, dann steht sie auf. Das ist genau das gleiche wie mit Ursula, mit der Uschi. Das Uschilein. So. Was heißt hier, oh mein Gott? Was ist mein Ober... Ich krieg hier schon wieder nicht mehr alles mit, ne? Mit Pfefferminz bist du der Prinz, meinst du? Tz, tz, tz. So. Montag schläft sie den ganzen Tag, lol. Friedhelm, bring mich jetzt nicht zum Weinen. Bring mich jetzt nicht zum Weinen. Aha, Friedhelm, du sollst mich nicht zum Weinen bringen. Hast du das? Also, 250 Spargel. Lohnt sich, oder? Hey, du! Aha, 18 Uhr, echt jetzt? Ja. Kürbisse habe ich schon, ja. Haben wir gerade gepflanzt, die Kürbisse. Ach, ich wollte ja Spargelsamen. Warte. 3, 4, 5, 50. 50 Spargelsamen, bitte. Ja, habe ich gerade weg. 100 Stück, habe ich gerade 100 Kürbisse gepflanzt und geerntet. Also geerntet habe ich 234. Ach nee, 50 brauche ich ja nur. Da muss ich um 17 Uhr beginnen. Um 17 Uhr habe ich noch nicht mal Abendbrot gegessen.